jetzt muss der Pauline nur unsere Nachrichten auch vorlesen. Ach so, eure Chat-Nachrichten da oben. Ach so, und jetzt die Nachrichten mit Sepuluni. In Dark Souls kann es heute zu Niederschlägen kommen. Das neue Fallout strahlen die Bugs mit voller Pracht. Und in Mario Sunshine findet niemand Plaza de la Palma. Das stimmt. Ein Unbekannter hat heute in der Delfinwerft einen Oktopoden mehrere Gliedmaßen ausgerissen. Ja, Mario war's. Ich hab's gesehen. Ermittlungen fanden die verstümmelten Überreste im Hafenbecken. Ach ja, aber er ist ja sowieso schon verurteilt wegen Verschmutzung. Ich meine, er ist zwar vielleicht unschuldig verurteilt für die Verschmutzung der Stadt, aber er macht genug andere fragwürdige Sachen. In dem Spiel. Insofern hat schon den Richtigen erwischt. Wenn auch nicht für das Richtige. Oh Gott, ich hasse diese Sprungphysik und die Positionierung der Münze in Verbindung mit dieser Sprungphysik, weil man halt drüber springen kann. Man muss dann entweder reinspringen oder reinfallen. Es ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Okay, cool. Das hat funktioniert. Ich glaube, ich muss mich einfach voll unter Adrenalin-Rush setzen. Dann geht das. Und das ist auch so super hier, ey. Da kommt dieser Stern und diese Sequenz und wenn ich jetzt dann irgendwo dagegen fliege, dann ist es, bin ich Game Over. Und das Spiel sagt mir, das warnt mich nicht vor. Oh mein Gott. Die Mission ist so kacke. Also wirklich, die ist einfach echt nicht gut designt. Insgesamt. Alles in allem. Eben, dass diese Sequenz kommt, wo der Stern erscheint und dann werde ich plötzlich wieder mit vollem Tempo ins Spielgeschehen geworfen und muss sofort ausweichen, sonst bin ich Game Over. Dass ich am Schluss, wie beim letzten Mal, an Land gehen wollte und spring aber dann mit meinem Squid versehentlich zu nahe an einen anderen Squid und werde dann irgendwo gegen die Wand geschossen. Das einfach, es ist einfach, was ist denn passiert bei Mario Sunshine? Liebe Mario-Entwickler, was war denn los? Gott. Oh, ich habe eine irgendwo vergessen anscheinend. Okay. Ah, da vorne. Okay. So, und jetzt cool bleiben. Will mich echt ärgern, oder? Oh Gott, ey, wir haben es geschafft. Aber ehrlich gesagt hat das gerade echt Spaß gemacht. Die Mission ist eigentlich cool. Das auf den Squids rumsurfen ist eigentlich wirklich, das ist nett, das ist cool, das macht Spaß. Und eigentlich war die ganze Mission lustig. Aber damn, nochmal, warum muss die so gemein sein? So gemein. 22:22 Uhr, Schnapszahl. Yay!
Mario Magana. Los geht's. Wo ist er denn? Achso. Alter. Der hinter dem riesen Quietsche-Entchen da hinten ist aber schon ziemlich cool. Der macht alles wieder gut. Mario, mach jetzt keinen Blödsinn. Ne, das war jetzt gerade meine Schuld. Das war gerade ganz klar. Ich habe einfach nur falsch gelenkt. Das weiß ich jetzt nicht genau, was das war. Ich krieg's einfach nicht mehr hin. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin, glaube ich... Das war's. Das war's für mich. Ich bin raus. Ha! Bombo Combo! Sehr schön. Hallo, McFly. Wie geht's? Grüß Gott. Der Schluck Wein war zu viel. Nee, der fängt jetzt erst an zu wirken. Jetzt komme ich wieder ein bisschen runter hier. Ach, das war anstrengend. Ich war gerade noch so in Aufruhr. Wegen dem Surf-Level. Aber jetzt ist wieder alles gut. Abraxe! Yay! Puh. War das ein Bombentörtchen? Dankeschön. Sodala, jetzt muss ich in das ominöse, seltsame Level, in dem ich angeblich schon mal war. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich da schon mal war, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir da hingekommen sind. Ist es irgendwo hier? Hat das irgendwas mit dem hier zu tun? Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Überhaupt nicht mehr. Ah, warte mal. Hier könnte ich mit Yoshi das, glaube ich, weg... Ja, wegkotzen halt. Wirklich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Muss ich da jetzt hoch oder was? Cool, freut mich, dass du es geschafft hast. Dass du mit dabei bist. Eine Kalorienbombe. Das Törtchen. Ich kann mich wirklich... Nee. Nee. Ein Clip. Muss ich da rein? Nee, oder? Immer diese Out-of-Context-Clips. Hilfe! Was mache ich denn hier? Wo muss ich denn hin? Na, hier kann ich leider nicht walljumpen, oder wie? Das ist ja schade. Das wäre nämlich cool. Ja, da drüben ist ein ominöser, seltsamer Gullideckel. Hast du durch ein Prime-Abo irgendwelche Vorteile? Meinst du jetzt bei mir Vorteile? Ich habe nur ein paar Emojis, die man dadurch freischaltet. Ich weiß gar nicht, können wir da sonst was machen? Mit der Sprungdüse-Rakete. Ja, ja, das macht Sinn. Was ist denn da hinten? Ist da das letzte Level oder... Vielleicht. Dann hole ich mir die Raketendüse mal. Nein, ich meine, ob es... Ach so, ob es mir was bringt. Ja, das ist eine direkte finanzielle Unterstützung für mich quasi. Das Prime-Abo zählt, glaube ich, wie ein normales... Also wie ein Stufe 1-Abo...
Und das wird, glaube ich, halb-halb zwischen Twitch und mir geteilt oder so. Ähnlich zumindest. Also auf jeden Fall ist das echtes Bargeld am Ende des Monats auf meinem Konto. So ein Twitch-Prime-Abo. Das ist auf jeden Fall immer cool. Echter, direkter, finanzieller, harter Währungssupport quasi. Oh, ich komme hier nie wieder raus. Ich komme wieder raus. Yippie! So, holen wir uns die Raketendüse. Und dann bin ich gespannt, wie wir in dieses Level kommen. Ah ja, stimmt. Ist da eine Röhre oben drauf, oder? Oben, ganz, ganz oben, über der verschmierten Sonne sogar. Ne? Schön langsam kommen Erinnerungen wieder zurück. Verschwommen. Hi, das ist ein Railgun. Ja, die Brille kommt, das ist eine lange Geschichte. Die Quintessenz ist, dass einige Leute der Meinung sind, ich sehe aus wie ein Schauspieler aus Haus des Geldes, wenn ich diese Brille aufhab. Deswegen habe ich die aufgesetzt, dass ich den Cosplay quasi. Ja, genau. Na, guck. Rein damit. Mit uns. Ah ja, ich weiß, wie das ist. Gib mir ja genauso, McFly. Genau, das ist meine geheime Identitätsbrille. Okay, retten wir den Bürgermeister. Den Bürgermeister. Oh, ich hab echt Hunger, ey. Muss jetzt dann echt essen, wenn wir hier raus sind. Also, aus dem Stream meine ich. Also ich. Okay, überall nerviger Wind, überall Lava und ich habe kein Jetpack zum Löschen. Finde ich irgendwie eine coole, also ich meine, ja, was anderes. Au. Was ist denn da? Mit was hast du dich denn selbstständig gemacht, wenn ich fragen darf? Nur aus Interesse. Vergiss nicht, den großen Schein zu reinigen, bevor du aus dem Level wieder rauskommst. Okay, mach ich. Jo, dann sage ich schon mal gute Nacht, Pia. Genau, also es ist immer Dienstag. Immer Dienstag um 19 Uhr Stream und an den meisten Donnerstagen. Auch um 19 Uhr. Und ab und zu, aber selten, unregelmäßig mal zwischendurch am Wochenende oder so. Aber wie gesagt, das ist dann wirklich spontan und eher selten. Aber eigentlich fast immer dienstags und meistens donnerstags. Kann man zusammenfassend sagen. Quatsch! Freitag! Ich sag schon wieder Donnerstag, sorry. Stimmt überhaupt nicht. Freitag. Genau. Pia schreibt es auch gerade. Das war früher, das war lange Zeit lang Donnerstag, deswegen habe ich das noch so drin. Aber das stimmt überhaupt nicht mehr. Es ist Freitag. Freitag! Ah! Wo ist denn dieser Bürgermeister? Wo ist denn dieser Pilz, von dem ich ihn retten soll? Wo ist überhaupt irgendwas hier? Interessant. Das war gerade keine Absicht. Also ich habe wirklich versucht rauszulenken. Aus irgendeinem Grund waren wir ein bisschen, weiß ich nicht, festgesteckt. Aber gut. Genau.
Ja, es ist kompliziert, meine Streamzeiten, ich weiß. Deswegen sage ich einfach immer verallgemeinert fast jeden Dienstag und die meisten Donnerstage, weil dann weiß man schon ungefähr. Ah, okay, interessant. So, muss ich jetzt wirklich wieder einmal rumlaufen? Gibt es hier keine Abkürzung? Ich befürchte nicht. Ich muss wirklich. Kann ich vielleicht? Nee. Naja, vielleicht. Warte mal, ich versuche was. Sehr gut hat das funktioniert. Ah, schade. Man hat nicht wirklich Momentum. Ich habe ja das gedacht, wie in Mario 64. Da kann man ja durchaus in die Lava springen. Benutzen, um über weite Strecken zu bouncen. Aber hier leider nicht. Nee, nicht donnerstags. Freitags. Das werde ich nie wieder. Das ist wie damals, als ich am Anfang fast nur Fallout 4 Let's Plays gemacht habe. Und dann habe ich plötzlich auch vermehrt andere Spiele gespielt. Und dann habe ich über Wochen hinweg jedes Spiel immer, also in der Begrüßung immer jedes Spiel als Fallout 4 vorgestellt. Immer und immer und immer wieder habe ich gesagt, hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4, während wir, was weiß ich, Zelda gespielt haben. Oder was anderes. Wenn man das mal so drin hat, über Jahre, kriegt man das ganz schwer wieder raus. Ich glaube, der Donnerstag-Streams war jetzt wirklich über Jahre hinweg. Weil ich habe das quasi an Merlins Arbeitszeiten angepasst. Und die war ja jetzt mit ihrem zweiten Studium beschäftigt, die letzten Jahre. Und da war sie immer wieder über längere Passagen quasi unter der Woche weg und kam nur am Wochenende nach Hause. Deswegen habe ich überhaupt den ursprünglichen Freitagsstream auf Donnerstag gelegt, damit ich quasi dann die Wochenenden wenigstens wirklich Zeit habe, wenn sie da ist. Aber jetzt ist es quasi nicht mehr notwendig, deswegen habe ich den Donnerstagsstream jetzt wieder zurückgelegt auf Freitag. Und jetzt weiß ich nicht, wo wir hin. Nein, nicht so wieder Mario. Und die Geräusche, die er macht, sind schon lustig. Die Wippen kann ich auch, eher die Schaukeln kann ich auch nicht benutzen ohne meinen Dreck weg. Ich weiß überhaupt nicht, was wir machen sollen. Hausmeister, Moppy oder wie auch immer. Hast du eine Idee? Ich putz. Dann putz du. Das war nicht, was ich erwartet habe, aber auch gut. Ich dachte, jetzt kommt Wasser aus der Nase und schwemmt das Lava weg oder so. Ach ja, ich gehe mal da auf den Baum und schaue mir das Ganze mal von oben an. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ah, da oben ist eine blaue Münze, die nehmen wir auch mit. Sehr schön. Mach dir doch eine Eselsbrücke wegen Freitag auf den Stream-Freutag. Ja, das stimmt. Irgendwie sowas ist keine schlechte Idee. Ah, ich hasse es. Genau, weil Dienstag ist Streamstag. Das kann man sich eben merken. Ich mag Mario Sunshine nicht. Und Freitag ist auf den Stream Freitag. Ja, irgendwie sowas. Ja, aus Bayern komme ich ursprünglich. Also wirklich direkt an der Grenze zu Österreich, aus dem kleinen Passau.
Was soll ich denn hier bitte machen? Du blödes Spiel, du. Hey, ich sehe da gerade was. Könnte das sein, dass ich vielleicht zu weit gegangen bin? Ich bin zu weit gegangen. Lauf mich doch mal hier durch. Kannst du bitte nicht die ganze Zeit über Pilze stolpern? Sind wir hier bei Death Stranding oder so? Jetzt lauf halt mal, Mario. Ich verstehe die Steuerung von dem Spiel manchmal wirklich nicht. Aber ich verstehe, dass ich hier durchschwimmen kann. Außer die Strömung ist zu stark. Nein. Na also. Freitag ist Feittag. Weil ich mich gegen unbekannte Steuerungen zur Wehr setzen muss. Das stimmt. Kann ich nicht, wenn ich nass bin, sogar ein bisschen Wasser oder so? Oder war das ein anderes Spiel? In irgendeinem Spiel ging das nämlich, dass man wirklich, wenn man nass ist, dann auch Wasser mitnimmt und irgendwo verteilt. Aber scheinbar ist es nicht dieses Spiel hier. So, Mario, so weit, so gut. Was machen wir jetzt? Aber wartet mal, kann ich nicht, wenn ich nass bin, vielleicht einfach, solange ich noch nass bin? Nein, kann ich nicht. Okay, hätte ja sein können. Doch, jetzt hat es gerade funktioniert. Habt ihr es gesehen? Ich habe gerade die Lava hier zurückdrängen können. Ja. Ich bin wie ein Pinsel. Wie ein feuchter Pinsel. Das bringt mir halt auch nicht viel, wenn ich hier so ein bisschen Wasser rumträufel. So richtig weiter kommen wir dadurch nicht. Aber es ist ein Anfang. Aha! Es werde Palme! Sprach Mario, der nasse Klempner. Und es ward Palme. Okay, bringt mir erstmal gar nichts. Es sei denn... Nee, bringt mir erstmal gar nichts. Ach, Kombo, Mombo, was machen wir denn jetzt? Aber Wasser, Wasser, Wasser benutzen, um kleine Flächen zu säubern, ist schon mal gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gute Nacht, so alt für... Ja, das ist zurzeit natürlich gefährlich, so öffentliche Veranstaltungen. Das stimmt. Da gibt es keine Garantie für Zuschauer, für Besucher. Mach doch ein Livestream-Konzert auf Twitch. Ja, aber warum nicht wirklich streamen? Also gleichzeitig. Ich weiß nicht, das müssen wir mit dem Veranstalter wahrscheinlich klären. Ach ja, ich schwimme mal woanders hin. Ich habe das Gefühl, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Wenn ich nur auf diesen Pilz da könnte vielleicht. Das war nix. Oh, jetzt sind wir schon wieder Game Over. Oh, nervt mich das, weil ich keine Ahnung habe, was wir eigentlich tun sollen. Ein Sitzkonzert. Ah. Na gut. Da sind ja die Säle normalerweise wenigstens halb gefüllt oder so. Also zumindest potenziell. Was spielst du denn? Also, was für ein Instrument meine ich vor allem. Na gut, dann machen wir jetzt mal den Stern sauber. Ich versuch's nochmal. Ich gehe da nochmal rein. Das kriegen wir schon hin. Wie spät ist es denn jetzt? Ja, da gehen wir nochmal. Das versuchen wir nochmal. Es ist schon eine gute Entscheidung gewesen, dass die Leben rausgenommen haben aus Mario. Weil eigentlich merkt man schon hier bei Sunshine, dass Leben gar keinen Sinn mehr machen. Weil wenn ich alle meine Leben verloren habe, heißt es nur, ich muss wieder ein paar Schritte bis zum Level laufen. Das ist ein bisschen nervig und ein bisschen doof. Keiner hat was davon, bringt gar nichts irgendwie. Eigentlich war ein extra Leben da schon ein veraltetes Konzept. Aber man hat es halt noch benutzt weiterhin, weil es halt so Tradition war. Noch jahrelang im Grunde. Viele Jahre.
Hihaha. Oh, jetzt bräuchte ich meine Schwebedüse, damit ich da reinkomme und das sauber machen kann. Es sei denn... Ah, Mario. Vermassel mir doch nicht meine coolen Actionheld-Momente. Es sei denn... Und dann bam. Nix. Nix sei. So, pst. Konzentration. Jap, dankeschön. Und jetzt geht mir das Wasser aus. Nee, zum Glück nicht. Ah, wunderschön. Wie neu. Abraxe, danke schön. 3 Kalorienbomben. So kleine Physikspielereien könnte ich den ganzen Tag zuschauen. Ich finde das so super, dass das nicht mehr Spiele machen. Verstehe ich nicht. Gute Nacht, Abraxe. Mach's gut.